Willkommen Leute zu New Super Mario Bros. Wii 2 The Next Levels. Genauso wie bei Mario Bros. 1 fürs NES, wo es ja noch The Lost Levels gab, gibt es auch für die Wii-Version The Next Levels, das heißt erheblich schwierigere Level. Und das wird interessant und ich möchte, dass ihr dem Spiel eine Chance gebt. Nun, dasselbe Intro, dieselben Karten, andere Level. Und nach all den Mario-Spielen, die ich schon gezockt habe, Let's Played habe, sei es Super Mario Bros. 2, 3, Super Mario World oder eben New Super Mario Bros. Wii und New Super Mario Bros. DS, jetzt kommt doch dieser Titel und das müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Ich habe schon einen Blick drauf geworfen und das wird schon sehr interessant. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr schwer. Nachdem ja auf der DS-Version ein klein bisschen Safe States ausgeholfen haben, ist es natürlich jetzt nicht möglich, weil ich zocke auf der Nintendo Wii. Also wer glaubt, ich mache hier mit Emulator rum oder so? Nein. Das ist die Wii-Version. Und wie das Ganze aussieht, das sehen wir gleich. Ich kann euch nur versprechen, es ist lustig. Und wie man das zocken kann, also bei Pokémon Bloody Platinum wurde ich ja zum Beispiel auch gefragt. Ich finde das ja gar nicht im... Fügen Sie hier eine Elektronikkette ein. Ich will nicht sagen irgendwas. Ich finde es im Fachhandel gar nicht, das Spiel Pokémon Bloody Platinum. So werdet ihr auch dieses nicht finden. Fragt also gar nicht erst. So, legen wir los mit Welt 1-1. Nun, ich weiß schon, wo es lang geht, aber ich werde einfach mal den Weg gehen. Und ihr seht schon Goombas everywhere. Oh Mann, das wird ein Vergnügen. Und hier geht's nicht weiter. Sehr seltsam. Also Leute, danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Projekt und Spaß. Wo geht's lang? Wir müssen an den Anfang gehen. Und kommen runter. Ich finde allerdings den ersten Level nicht so gelungen. Also ihr solltet noch ein bisschen... Zumindest diesen ersten Part auf jeden Fall mal anschauen. Und dann könnt ihr immer noch urteilen, ob das Spiel so schlecht oder gut ist. Beziehungsweise die Level des Spiels an sich sollte man ja kennen. Oh yeah! Yoshi ist noch mit dabei und... Ja, warte mal. Ich nehme mal einen Panzer, weil das da unten... Ihr seht die kleinen Mini-Gumbas. Das könnte interessant werden. Und tschüss, Mann! One-Ups bis zum Abwinken. Komm, nehme ich mal mit. Ich muss mich zusammenreißen, um mich gut anzustellen. Also das ist nicht vom Papi hier. Oh, noch ein Yoshi. Und den Propeller. Natürlich können wir den nach wie vor am besten gebrauchen. Hammer, Brüder. Komm, irgendein Koopa. Ja. Oh, ein Koopa, kein Hammer. Hupsa. Okay. Sehr schön. Das macht die Sache doch recht entspannt. Ups. Und zu der Sache mit den Sternmünzen habe ich mir sagen lassen, dass es noch nicht mal in jedem Level 3 Sternmünzen gibt. Also die wird man manchmal finden und so, aber ja. Und da es halt derselbe Spielstand ist wie von meinem ersten Let's Play, gelten... Obwohl, nee, ich habe einen neuen Spielstand gemacht. Schon gut. So, da wollen wir uns das mal anschauen. Wie gesagt, der erste Level, der ist wirklich frei von Highlights. Halt ein bisschen anders und so. Bisschen schwieriger auf allen Dingen. Na komm, du mal weg. Wenn jetzt hier einen Panzer losschicken würde, gibt es auch wieder ein paar extra Leben. Und ab in die Mauer. Das war ärgerlich. Yoshi, hau nicht ab. Oh, hau doch nicht ab, ey. So. So, hier ist ein bisschen ungemütlicher. Aber warte mal. Ah, ihr seht schon, der eine Block hier ist durchsichtig. Ah, das kann ich sehr gut gebrauchen, weil hier oben geht's weiter. Da lasse ich den Dino einfach mal zurück. Eieieiei. Immer vorsichtig. Und das hier gefällt mir überhaupt nicht. Hier sind unsichtbare Plattformen. Ihr seht, wo der rote Koopa draufläuft. Deswegen bin ich hier lieber mal ein bisschen vorsichtiger. Ich weiß nicht genau, wo Plattformen sind und wo nicht. So, Halbzeit. Haben wir im Level 1-1 doch auch mal die Halbzeit gefunden? So, warte mal. Obwohl, warte. Da gibt es einen Sternmünze, aber wie gesagt, ich werde den nicht suchen. Ihr werdet schon noch sehen, warum. Oh ja, das hat's gebracht. Ihr werdet schon noch sehen, warum. Nochmal ein paar extra Leben. Also dauert nicht mehr lang, da haben wir die 100 Leben voll. Und ich glaube, wenn man extra Leben braucht, dann...
ist man diesbezüglich genau richtig und... Wow. Oh ja, und jetzt noch... Oh ja, das wird... Das haut rein. Ja, das war ganz ordentlich. Aber immer mit äußerster Vorsicht zu genießen. Es gibt keine Stelle im Spiel, oder zumindest im ersten Level, wo es nicht fair zugeht. So, warte mal, auch hier kommt, glaube ich, etwas ziemlich Böses. Oh ja. Also hier in der Wänden ist auch nichts. Ist ja nicht selbstverständlich, auf keinen Fall. Jetzt geht halt hier natürlich die Party ab und hoffentlich werden wir nichts verlieren. Oder du denkst dir, hier geht's weiter? Ja, Pustekuchen, ne? Boah, ich gehe jetzt hier durch. Oh nein! Ah, der friert die einen, der friert die anderen ein. Nix wie weg hier. Also da geht's definitiv nicht weiter. Also ich muss zugeben, ich habe den ersten Level schon gespielt. Und den zweiten Level mir mal angeschaut. Und deswegen sage ich euch, lasst euch vom ersten Level nicht so beeindrucken. Jetzt müssen wir allerdings... Jipsa! Hier geht's in den Schrein. Oh nein, der Cooper. Ja. Oh, muss ich mich dran gewöhnen, dass... Oh mein Gott! Es regnet Coopers und wir verlieren unser erstes Leben. Ich muss mich dran gewöhnen, dass wir wieder die Schüttelfähigkeit haben. So ein bisschen Drehsprung. Da ich zuletzt Mario Brothers DS gespielt habe, bin ich da ein bisschen aus Übung. Also das wollte ich euch unbedingt zeigen, dass es da weitergeht. Das lasse ich mal, weil unten bekommt man mehr als genug extra Leben. Mit dem Pilz aber, gell? Bitte. Upsa. Ja, auch hier weiß ich nicht, wo Plattform ist und wo nicht. Also ich muss sagen, nach Mario DS hatte ich mir erstmal gedacht, okay, genug von 2D Mario. Aber als ich das hier gesehen habe, habe ich mich verliebt und vielleicht geht's euch ja genauso. So, alle weg und mach hier mal, weil die Feuerblume, mir egal, die Feuerblume ist da, die ist sehr, sehr hilfreich. Man kann hier auch einen Panzer losjagen oder sollten wir das vielleicht sogar besser tun? Ich glaube, ein Panzer ist hier noch besser geeignet. Oh, na egal. Los geht's! Da räumt hier nämlich alles auf. Hoffentlich kommt jetzt keine Wand oder so. Nein, hier geht's weiter. Und wieder extra Leben satt. Ja, ich find's geil. Aber halt nur in der ersten Welt. Oder ich weiß es nicht. Ich würde es schätzen. Und immer wenn die Leben ausgehen, kann man wieder in die erste Welt gehen. Aber jetzt, Achtung, das ist glaube ich schwierig irgendwie. Upsa, lass mich hoch. Und Haps. X, wie hoch mit dir? Da geht's weiter runter. Sehe schon. Oh nein! Die Mini-Pilze will ich nicht haben. Und da kam der Panzer wieder geschossen. Also man weiß nie, weil... Ja, das ist komisch gemacht. Ach, da war der Mini-Pilz. Wir haben den Mini-Pilz. Mit dem Mini-Pilz haben wir auch schlechte Karten und du bleibst hier. Spuck's extra Leben wieder aus. Verdammt! Sind wir doch so anfällig irgendwie. Nein! Yoshi! Yoshi! Komm wieder! Trink ein Yormas! Das war gerichtet an den Ardo. Aber lassen wir das. Komm, Yoshi! Okay, wir versuchen es auf eigene Faust. Das wird niemals klappen. Ach, ich weiß nicht, was kommt. Da kommen sie reingelaufen. Das habe ich auch gesehen. Hapsa! Da ist es! Das Ziel! Und ich habe mich besser angestellt, als ich gedacht habe. Ich bin mir sicher, da unten fällt man einfach schlicht in den Abgrund. Das war ein weniger schöner Level, aber lass mich davon nicht beeindrucken. Es geht weiter. Kann sein, dass Mario keine Mütze mehr hat momentan. Das ist aber nicht schön. Bin ich mir gar nicht so im Klaren, wann man die bekommt und wann man die verliert irgendwie. Ja, da haben wir halt keine. Ich weiß nicht, warum wir jetzt keine Mütze mehr haben. Lass mich auf jeden Fall groß werden. Und ihr seht schon, epische Schlossmusik und... Oh, Yoshi ist wieder da. Und Buhus. Und hier. Oh, oh. Krass. Und die Raben. Hey, alles auf einmal. Und wann bekommen wir... Und wie bekommen wir unsere Mütze wieder? Gar nicht? Boah. Da bin ich jetzt echt schlecht informiert. Wie bekommt man die Mütze wieder? Na, ihr schreibt es mir sicher in die Kommentare und ich weiß es schon. Ach, Yoshi stört da einfach nur. Boah, die Buhus können ein... Oh, verdammt. Nicht auf den Sack gehen. Aber man muss uns halt ein bisschen intelligenter anstellen. So, noch ein Pilz. Oh, was ist das für ein Dicker? Und, oh, ja, na klar, übertreib's doch.
Boah. Och nee. Boah. Sonst seid ihr noch ganz sauber im Kopf, ja? Oh, nee. Dieses Übertreiben. Lass doch was drin sein. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal die Halbzeit. Und renn, Mario, renn. Upsa, noch mal eine Sternmünze. Aber ganz ehrlich, keine 100%. Beachtet bitte, das ist Level 1, 2. Nicht normal. Upsa. Oh, dieser blöde Buhu. So, hier ist jede Menge Zeug, aber sind noch relativ in Gefahr durch den. Den können wir einfrieren. Oh, verschwinde, ey. Sowas von. Sonst ist hier nichts? Also in dem Spiel muss man wirklich auf die Blöcke Acht geben. Lass mich in Ruhe. Zu schade, dass ich keine Geister einfrieren kann. Oh nein. Nein. Nebel ähnliches. Boah, die Buhus sind aber selten eklig platziert. Na gut. Ab durch die Mitte. Und ein Boxer hinterher. Und jetzt kommen Lucky Twos. Ich glaub's ja nicht. Aber ein schöner Schwierigkeitsgrad, wie ich finde. Noch. Ich kann mir vorstellen, das wird noch schlimm. Ah, die Lucky Twos, die werfen noch keine weiteren. Wahrscheinlich sind zu viele schon unten. Boah. Noch habe ich keinen getroffen. Das Ziel. Hatten wir überhaupt einen Mittelpunkt? Ich glaube nicht, oder? Schaut nochmal nach. Wow. Das war schon wieder ein hartes Stück Arbeit. Aber wir sind noch in der ersten Welt, da muss es recht zügig gehen. Aber wenn wir die 99 leben, also was soll das? Keine Müdigkeit vortäuschen, ich bin schon gespannt auf den nächsten Level. So sollte ich mich freuen. Mensch, Mario, wo ist deine Kappe? Jetzt haben wir sie wieder? Oder wird es nur angezeigt? Boah. Was hat das mit der Kappe auf sich? Ich muss sie irgendwie wiederfinden. Da informiert... Boah. Pingus. Die werde ich dann nach dem Part mal wiederholen oder keine Ahnung, wie man die nochmal kriegt. Weil ich finde es sehr schade. Boah. Nein! Was ist da unten? Also mit dem Koopa-Panzer? Nee. Da brauchen wir so einen Pinguinanzug. Und selbst dann müssen wir eklig springen. Schwierig, schwierig. Das ist mal außen vor. Keine 100%. Ich bin gespannt, wie schwer das noch wird. Das ist schon nicht übel. Nein, nicht übel, sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Ganz in den Rand. Oh, nee. Und der taut mit seinen Feuerbällen die Mannschaft auf. Das gibt's ja nicht. Oh, Suizid. Das soll mir recht sein. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Oh, was ist hier drin? Pilz. Na gut. Da oben ist eine Sternmünze, aber ich bin nicht lebensmüde. Aha. Oh, wenn es jetzt noch oft vorkommt im Spiel, dass ich nichts sehe, dann lernt ihr mich kennen. Aber die Sache mit den übertrieben vielen Leben ist passé. Wow, gut ausgemischt. Das ist also wirklich nur im ersten Level, würde ich vermuten. Und die Halbzeit. Dammit. Wow. Boah, Pingu Party. Ah. Da war gar nichts drin. Hepsa. Was geht hier ab? Weiter geht's durch die Röhre. Liebe Freunde der Nacht der modernen Unterhaltung. Schon das Ziel. Okay, also diesmal war der Abstand zwischen Mittelpunkt und Ziel war schon, ja. Kommt jetzt die Burg. Der Turm. Oh Gott. Sollten wir das noch in diesem Part machen? Ja, natürlich. Ich denke schon, das machen wir noch in diesem Part. Uiuiui. Toddy? Ja, ist schon klar. Das ist... Du bist super. Ja, komm. Wer denn führt? Ja, wollen wir nicht geizen? Machen wir direkt noch den Turm? Und gucken wir uns das mal an. Wie das aussieht. Was es hier zu tun gibt. Was sie sich haben einfallen lassen. Oh, die Bosstür. Oh nein. Okay, das war eine Niete.
Wie sieht's hier aus? Das war auch eine Niete. Lol. Dann bleibt er nur noch. Dö? Und da kann ich nicht rein. What the? Ach, warte mal. Genial. Ja gut. Dann wollen wir es mal weiter probieren. Irgendwann kommen wir da schon raus. Ah. Oh, wisst ihr was? Ich habe so eine Befürchtung. Das ist wie im Geisterschloss. Wie in dem Geisterhaus in Super Mario World. Dass es nicht ein Raum ist, sondern es ist immer ein anderer Raum. War schon der Röhre schon? Oder? Hey, cool. Seht ihr, der war eben noch nicht da, oder? Fragezeichen. Oder ich mache ein... Geil. Ja, so geht's auch. Natürlich, warum nicht? Da kommen wir also relativ schnell zum Bosskampf. Auf einem Pilz in Gewitterwolken. Das sieht geil aus. Ja, das sieht richtig toll aus. Ach, weißt du, was du da unten machst? Geht mir sonst wo vorbei. Larry. Hey, oh, oh. Was ich kann er auch. Oh, Mann. Mann, nicht getroffen, voll gesoffen. Mhm. Treffer Nummer 2. Ah, sehr schön gemacht, das Ganze. Spring erstmal. Bam. Ja, so sieht's aus, ne? Mario zieht seine nicht vorhandene Kappe, habt ihr es gesehen? Gut. Ich glaube, das war schon ein relativ schöner Einstieg. Und, ja, was haltet ihr davon? New Super Mario Bros. Wii 2. The Next Levels. Das ist der volle Name dieses Spiels. Wie ich das in den Titel schreibe, weiß ich selbst noch nicht genau. Werden wir mal sehen. Wenn euch dieses Projekt gefällt, das heißt neue, viele, geile, anspruchsvolle Mario-Level und innovativ vor allen Dingen, wenn euch das Projekt gefällt, dann gebt einen Daumen hoch. Wenn euch es nicht gefällt, gebt einen Daumen runter. Und ja, eure Meinung in den Kommentaren und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Also auf keinen Fall verpassen, Welt 1-4. Leute, bis dann und ciao!